Nachspeise sollte man immer essen, solange sie noch reinpasst. Die Weisheit bitte nicht an kleine Kinder weitergeben. Aber es soll ja eigentlich nicht um Essen gehen, sondern um Sport. Doch diesmal war auch noch Weihnachten. Also schaut mal, was wir alles für euch filmen konnten. Ja, was für eine geile Abendstimmung. Unsere Gans, wir haben sie tatsächlich noch bekommen. Deswegen starten wir jetzt direkt hier, weil so haben wir das letzte Video geendet. Die geht jetzt direkt in den Ofen. Wie lange? Bei 170 Grad 2 bis 2,5 Stunden. Kann nur gut werden. Und sie verliert, verliert Fett und wird immer schlanker. Er dachte, ich wäre auch eine Weihnachtsgans. Aber mir klappt das nicht, wisst ihr? Das stimmt nicht. Das ist ganz nach dem Rezept. Aber drehen. Wie? So? Ja, bitte. Das Weihnachtsessen schreitet vor. Hier wird gerade die Lichttechnik besprochen. Das ist schließlich auch wichtig. Eine kleine Erleuchtung. Und hier wird es schon richtig gut. So, jetzt erzähl uns doch mal, wie du die Soße machst für den Hahn. Ja, also die Soße ergibt sich von selber. Ich mache da immer Gemüse rein und Zwiebelchen und so. Und dann macht der sich die Soße selber mit seinem eigenen Fett. Der macht so. Ich oder würde das nicht immer pürieren. Warum nicht? Weil ich so aufgewachsen bin. So mag ich. Bist du im Ofen aufgewachsen? Ja. Die Hühner kommen jetzt gleich mal in den Ofen. Oh Mann, ey. Reißt euch ja zusammen. Wir haben jetzt mal auf 200 hoch, dass er so ein bisschen sich trocknet. Aber es wird schon. Da steigt noch nichts. Wie hast du denn jetzt das gemeint? Sag. Ja, die Knödel sind drin am Boden. Da hier. Ja, bei den Knödeln, die da habe ich doch. Wer hat's gesagt? Die kommen schon noch. Ja, genau. Wir sind nämlich bei unserer YouTuberin, bei der Franzi. Die hat nämlich hier zwei Fahrräder und das Krokodil Krukine ist auch am Start, nämlich die fahren die Fahrräderprobe. So Franzi, erzähl doch mal, wie viele Höhenmeter bist du denn dieses Jahr gefahren so für deinen Kanal? Boah, also für meinen Kanal, ich würde sagen so 1800, 2000 waren das, oder? Also schon im vierstelligen Bereich. Ja, über den Gardasee hinausgekommen? Bis über hinaus, ja, ja. Also ja. Ich war oberhalb von den Aha. Wolken. Und genau, die haben sich dann auch aufgelöst. Ah ja, alles klar. Extra für mich. Und was sind so die Pläne für nächstes Jahr? Ja, also ich habe jetzt gerade schon mit Petra Nico gesprochen. Die zwei haben leider keine Ideen mehr. Und ich sagte, okay, jetzt will ich mal nicht so sein. Ich nehme euch mal wieder mit. Ja, jetzt sind wir gerade am Planen. Also du hast so eine Werbeagentur, habe ich gelesen. Ja, genau. Aha, okay. Also du bringst Leute nach vorne, wenn man mit ganz dir unterwegs vorne, ist. Ganz ja. Nach vorne, ja. Es okay. Tut manchmal ein bisschen weh, auch wenn es pink ist. Ah ja. Aber auch pink kann wehtun. Sehen Sie sich mal um, Sie sind im Bild. Ja, ist gut, Leute, die haben Prioritäten gesetzt. Prioritäten. Hast du Hunger? Naja, ich habe schon die Plätzchen von der Franzi gegessen. Weil sie wird langsam ja unleidig. Lieber Nachtisch, um ehrlich zu sein. Aber den Fokus sollte man ja auch behalten. Ah, ja. Jetzt ist Essenszeit, jetzt brauchen wir dann Weihnachtslieder. Vergiss es, no way. Mädels, das könnt ihr mir nicht antun. Doch. Fühlt bitte also mit brauchen, mir. Wir brauchen die allerhärtesten, wir brauchen jetzt sowas wie Alter. Bayern 1, diese Uraltlieder. So Stille Nacht und so. Also leider kann ich die nicht spielen lassen, weil sonst dürfen wir das Ganze nicht veröffentlichen, glaube ich. Und insofern. Die Stille Nacht von Bayern 1, die geht, glaube ich. Die ist so nee. Alt, da hat keinen GEMA-Schutz mehr. Naja. Auf jeden Fall, das ist unser Tisch. Ja, die Plätzchen. Ich habe schon ein Bier getrunken, genau, noch kein Plätzchen gegessen. Und das ist der Adventskalender. Und das sind die zwei Hühner. Nee, Gänse. Ich habe alle Plätzchen gegessen und kein Bier getrunken. Nachspeise sollte man immer essen, solange sie noch reinpasst. Solange in diesem Sinne, bleibt gesund, frohe Weihnachten und... Hä? Wir müssen das schon noch bringen, wie das aufgeschnitten wird. Ach so, nee, das kommt die nicht. Schlacht mehr. Das ist dann privat. Ja! Wie schön! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! Und währenddessen im Hintergrund noch gekocht wird, wird bei Franzi und mir auch schon ganz schön viel weihnachtlich getanzt. Naja, eigentlich ist beim Braten ja eh viel Warten angesagt. Juhu, der Braten ist in den letzten Zügen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Juhu. Mega. Und dann war es auch endlich soweit. Die Gans war fertig. Der Deal war klar. Franzi lädt uns zu sich ein. Dafür müssen wir für Essen und Ausrüstung sorgen.
Meine Geflügelschere, die noch von der Hütte von meinen Eltern kommt, war voll im Einsatz und ja, man sieht, ich habe wohl am meisten Übung im Bratenschneiden, auch wenn ich früher auch eher zugeschaut habe und Papa gekocht hat. Der weihnachtliche Gemeinschaftsgedanke ist bei uns ausgeartet. Ich war die Erste mit Essen. Franzi schließt sich jetzt an und da hinten nudelt noch einer wie verrückt. Ich habe die Soße gemacht. Ah ja. Ich habe Essen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Sehr lecker. Wir bauen der Franzi im Sommer mal ein richtiges Licht hier ein. Im Sommer braucht sie ja keins, da ist ja hell. Ja, aber damit man was sieht, wenn man das Licht einbaut. Oh ja, was ist, dann sieht man nichts. Frohe Weihnachten und einen guten. Ja, nimmt guten. Euch. Guten. Frohe Weihnachten. Cringe, sagst du auch noch? Ja, oder? Vorsicht, Cringe. Ich bin kein Cringe. Ja. Frohe Weihnachten. Ich bin das Christkind. Franzi ist die Gastgeberin. Ja. Eher so zu Gast. Also ihr könnt gern immer kommen. Also. Ja, war das auch so. So, das ist richtig nett. Mhm. Vom Edeka aus Wahl, würde ich sagen. Im Chinef bestellt. Der erste angefangen, gleich ein Treffer. Ja. Das war so bei Edeka angerufen. Mhm. Wow. Ihr seid einfach ein super Team. Wow! Yeah. Happy Birthday! Danke! Mega! Ist 10 Uhr 12 Uhr? Ja, ja, fast. Wir sind ja schon alt. Wir sind schon Weihnachten. Am 25.12. habe ich ja Geburtstag und Franzi hat sogar dafür vorgesorgt. Am nächsten Tag ging es nämlich dann gleich in der Früh weiter nach Ischgl und es hat uns bereits dieses Wetter auf der Fahrt beglückt. Also richtig, richtig cool. Und dann das hier. Meine Anstehen kennen wir doch gar nicht mehr. Was soll das denn bitte? Verdammt. Naja, Corona ist offiziell für beendet erklärt worden und dementsprechend freuen sich jetzt auch die Skigebiete. Eigentlich ja schön, dass sich alles wieder ein bisschen erholt, aber anstehen nervt trotzdem. Was man aber wirklich zugeben muss, oben im Skigebiet verteilen sich die Leute extrem gut, wobei halt dafür bei der Talstation direkt in Ischgl echt, echt viel los ist. Da lohnt sich eigentlich der Weg zum Hattatsch, also zu der großen neuen Gondel. Und dann, wenn man aber oben ist, dann ja. Also mega gut, da findet man immer noch freie Pisten, muss bei den Liften kaum warten. Also das ist echt richtig genial. Und das Wetter war sowieso ein absolutes Highlight. Und diesmal war es nicht mal kalt. Also wir waren leicht in den Plusklaren unterwegs sogar. Ja, geil. Jetzt ist das erste Mal, wo ich so eine Ruhephase schwebend hatte beim Entlasten und dann wieder voll rein. So schwerelos. Ich hatte zum Teil sogar ein bisschen Schwierigkeiten, dir zu folgen. Eine meiner absoluten Lieblingspisten ist die lange Wand. Da ist gefühlt nie viel los. Das ist eine echt lange, steile, schwarze Piste. Und ja, gerade am Nachmittag scheint da wunderbar die Sonne hin. Schaut mal, was da schon für eine Lawine runter ist. Obwohl gar nicht so viel Schnee liegt. Da sieht man erst, wie warm es die letzten Tage war. Krass. So. Vor Jahren ist auf der Piste ja mal echt ein schlimmes Lawinenunglück passiert. Diesmal aber zum Glück nicht. Also ich denke, das hat Ischgl jetzt auch sehr, sehr gut im Griff mittlerweile. Na, auf jeden Fall ging es für uns weiter nach unten die Talabfahrt. Und da könnte man auch denken, es wäre Frühling. Da hatten wir sogar Matschbuckel zum Teil auf den Sonnenhängen. Also echt wahnsinnig schön eigentlich, weil wenn es schon kein Tiefschnee hat, dann ist es natürlich mehr in die Knie, feiner, ja, so ist gut. Ganz kalt ist, finde ich. Yeah, was für eine geile Abendstimmung. Petra. Hier sind wir untergekommen. Das ist der Almhof direkt an der Gondelbahn. Bad. Mit viel Chaos und hier die Aussicht. Da versteckt sich jemand, aber ich wollte euch noch kurz die Aussicht zeigen, weil wir haben sogar einen Balkon. Boah, ist die toll, bis zur Hauptstraße ist die Aussicht. Mensch, ja, und das ist hier die Gondelbahn. Schau mal, hier oben, da ist die Gondel. Wo ist die Gondelbahn? Hallo Gondel. Wir unterstützen die Wirtschaft, nicht. Naja,
Gestern Abend haben wir sie unterschiedlich. Semmel aus dem Hotel. Was echt übel ist, 19 Euro für eine Pizza, gell? Ja, in der Trofana Alm. 6 Euro fürs kleine Bier, das ist auch übel. Und 18 Euro fürs Frühstück. Da haben wir uns das jetzt mal erlaubt. Aber das ist selbst mitgebracht, gell? Nicht, dass ihr denkt, wir haben nicht alles geräubert. Die sind auch selbst mitgebracht. Kuchen von der Franzi noch. Und ja, Semmelchen probieren. Also die haben langsam Schatten hier. Ja, wo die Sonne scheint. Geil. Nächster Tag, wieder traumhaftes Wetter und besonders auch die Abfahrt in die Schweiz, also nach Samnaun, ist so ein richtiges Highlight. Da ist selten viel los und ja, wenn man einigermaßen die richtige Uhrzeit erwischt, dann muss man auch bei der Gondelstation nicht anstehen. Ich hole die Gondel jetzt mal im Zeitraffer für euch rein. Das ist ja eine ganz besondere Gondel, die ist nämlich zweistöckig. Da kann man sowohl oben wie auch unten drin sein. Einziger Nachteil, wenn man oben reingeht, man muss dann bei der Bergstation auch da runterladen, um auf die Piste zu kommen. Naja, könnte schlimmer sein. Und damit möchte ich euch einfach noch ein paar Eindrücke von der Piste zeigen. Also das war 25. und 26.12.2022 in Ischgl. Und ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. Ich meine, klar, abseits der Pisten braucht man sich im Moment eher nicht blicken lassen, weil es hat weder viel Schnee. Zudem ist es aber ganz schön lawinengefährlich. Aber auf den Pisten kann man echt frei fahren. Und es ist ein bisschen weniger los als noch vor Corona, hat uns einer der Angestellten wissen lassen. Also da waren es wohl immer so 18.000 bis 19.000 an den Weihnachtsfeiertagen. Und diesmal waren es so 13.000 bis 14.000. Also für mich waren es, wie gesagt, genug Leute. Aber auf der Piste war alles super frei. Wenn man ungefähr wusste, wo, da musste man auch am Lift nicht großartig anstehen. Also richtig genial. Damit verabschiede ich mich schon wieder von euch. Ich hoffe, ihr rutscht auch super gut ins neue Jahr. Auf dem Weg wünsche ich euch natürlich auch noch ein schönes, erfolgreiches, tolles und eben einfach ja, rundum glückliches neues Jahr 2023. Jetzt heißt es ja so oft, man braucht sich nicht mehr wünschen, dass es besser wird. Naja, aber vielleicht sollten wir einfach dankbar sein für das, was wir schon haben und eben einfach hoffen, dass wir all das, was wir gerade eben genießen können, noch lange Zeit genießen dürfen. In dem Sinne, alles Gute, macht es gut, bleibt gesund und ja, viel Spaß bei vielen Abenteuern, am besten natürlich Outdoor am Berg.